Oh, locken wir sie einfach mit. Das ist schnell vorbei. Komm, Bodhi. Oh. Ich bin bereit. Sie kann den Witz auch. Ich helfe, wo immer ich kann. Sie kann den Witz sogar sehr gut. Den Wurmruf. Nein, wo ist starres Denken, wenn ich es mal suche? Oder war das bei Yahira? Ich warte auf euren Befehl. Nee. Oh, Yahira hat. Achso, durch den Lebenskraftverlust. Was kann ich tun? Aber ich hätte schwören können, ich habe dir starres Denken gegeben. Höherer Befehl. Oder chaotische Befehle, oder wie es heißt. Oder ist das bei ihr gewesen? Ah, ich kann nicht nachgucken. Fuck. Ja. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Habt ihr einen Plan? Ich bin schon erledigt. Ah, gut, ich konnte es bannen. So, Bodhi, wo bist du? Bereitet euch auf euren letzten Schlaf vor. Okay. Hm. Bei Bodhi sind wir ein bisschen. Wurde aber auch Zeit. Ich habe getroffen. Nun, das war sicherlich lehrreich. Ich habe genug gesehen und bin vorerst mit euch fertig. So leicht, dann kommt ihr mir nicht. Was ist, was für ein Wesen seid ihr eigentlich? Ist das alles für euch nur ein Spiel? Dann kriegt's auch einen Meister zurück. Ich werde ihn früh genug sehen. Nehmen wir das zweite. Vielleicht, aber auch Spiele können tödlich ernst sein, besonders wenn ich die Spielregeln für mich behalte. Kämpft weiter und sucht eure verlorene Emon. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Ich habe gehofft, aber nichts ist passiert. Da fliegt sie als Fledermaus davon. Ja. Meine Informationen waren Aram von Nutzen. Ich habe die feindliche Gilde besiegt, obwohl sich wir dort zahlreiche Vampire entgegengestellt haben. Ich bin auf Bodhi betroffen, sie behauptete etwas von Imoen zu wissen. Sie schien mich irgendwie zu beurteilen, bevor sie gasförmige Gestalt annahm und verschwand. Ich muss jetzt nur noch zu Aran zurückkehren, ihm von der Vernichtung der Gilde berichten. Leider ist es mir nicht gelungen, die Anführer der Gilde ebenfalls zu vernichten. Ich möchte Aran auch noch so einige Fragen stellen. Eines beunruhigt mich. Bodhi wusste es. Sie wusste, dass ich ein Kind Baal bin. Ja, hier ist nichts Neues. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Schnellster Ausgang ist hier. Ach hey. Hasenspinne, Riesenspinne ist kein Problem. Und die kleinen Spinnen, Spinnis auch nicht wirklich. Wie kann man eigentlich mitten in einer Gruft einen riesigen Spinnenkokon bauen, ohne dass es einer Sau auffällt? Der Streitkolben ist es eigentlich wert, behalten zu werden, erstmal. Ja, euer Wunsch ist.
Wie gern ich einen nimmervollen Beutel für sowas hätte. Ach so, ich bin gleich neben der anderen Gruft. Keine große Herausforderung. Fragt nur. Nun gut. So, das heißt für uns, Bodhi ist geschlagen fürs Erste. Aber da sie uns entkommen ist, heißt das, wir werden sie wiedersehen. Was möchtet ihr? Wir werden uns aber erstmal ausruhen, vor allem damit die Müdigkeit von Talisa abklingt. Und wir geheilt sind für den nächsten Schritt. Erzählt mir mehr davon. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daum seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. So, rastet. Alles wieder in Ordnung. Wir steuern ziemlich gut aufs nächste Level ab zu. Zwar alle. Yoshimo hatte... Könnte noch Feuer hier, dann komme ich mir gerade sofort zu rechnen. Aerie und Talisa stehen so als nächstes auf der Liste mit Level-Ups. Ist eh die Frage, wie viele Level-Ups wir so noch vor uns haben. Bei Baldur's Gate 2 ist das ja auch recht begrenzt. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Da oben. Ihr müsst eure Gruppe. Das ist aber, glaube ich, der falsche Eingang. Der Eingang wäre da unten gewesen. Was immer ihr wünscht. Ja, hier bin ich bei Renald Blutskype angekommen. Ich danke euch für eure Unterstützung, aber für den Moment habe ich genug von euch. Lasst mich in Ruhe meine Arbeit erledigen. Du weißt schon, dass wir mit deinem Chef gut befreundet sind mittlerweile. Wenn ihr es wollt. Hast du eigentlich noch was Besonderes zu verkaufen? Ein wunderschöner Tag. Was immer ihr auch sucht. Ja. Ich sehe nichts Wichtiges, Nützliches. Eissturm. Das ist ein Viererzauber. Also nichts Besonderes. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das... Ich warte natürlich. So. Jetzt wieder hier hinten hin. Ihr seid also zurückgekommen. Meine Spione haben mir berichtet, dass ihr Bodhi in ihrem Bau gegenübergetreten seid. Das muss aber eine ziemlich blutige Angelegenheit gewesen sein. Ja, ich habe viele ihrer Anhänger vernichtet. Aber sie selber ist mitgekommen. Ja, auch wenn es mich mehr interessiert, was sie zu sagen hatte. Ihr habt immer noch Geheimnisse. Bodhi hat gesagt, dass ihr es war, der Renikus zuerst angegriffen hat. Nehmen wir mal die zwei. Ich verstehe. Und was hat sie gesagt? Ich denke doch, dass ihr euch ihrer trügerischen Art bewusst seid. Nicht mehr als ihr. Warum habt ihr Renikus angegriffen? Seine Gefangennahme beraubte mich meiner Rache. Darum frage ich auch vorsichtig an. Warum habt ihr Renikus angegriffen? Das war der Kampf, der mir Immo entriss. Ich weiß, dass ihr mir die
Ich weiß, dass mir die Kraft, die Irenikus mir hatte, verweigert wurde, weil eure Diebe angegriffen haben. Nehmen wir die zwei. Ihr habt bewiesen, dass ihr einer Erklärung würdig seid. Sicherlich habt ihr alles getan, um was wir euch gebeten hatten, und ich werde antworten, so gut ich kann. Na, dann hoffen wir mal, dass du ehrlich antwortest. Es waren die Schattendiebe, die Irenikus im Wagenspromenade angegriffen haben. Wir sind euch seitdem auf der Spur. Ihr wart mit ihm verbündet? Nein, er hat gegen verhüllte Kreaturen gekämpft. Bastarde, der Angriff hat alles ruiniert. Ich war frei, um ihn zu finden. Nehmen wir das erste. Es tut mir leid, dass wir nicht vollkommen ehrlich waren, aber wir mussten uns vergewissern, dass ihr nicht für ihn arbeitet. Ich versichere euch, dass wir noch auf derselben Seite stehen. Wir haben von eurer Gefangennahme fast umgehend erfahren. In dieser Stadt geschieht nur wenig, was wir nicht wissen. Wir haben dem wenig Aufmerksamkeit beigemessen. Obwohl es außerhalb der Reihe der Schattendiebe geschah, haben wir gedacht, dass wir uns über ein einfaches Kidnapping keine Sorgen zu machen brauchten. Aber kurz darauf begannen wir, Leute zu verlieren. Das war der Zeitpunkt, an dem Boti auftauchte, wie wir auch ihren Namen damals noch nicht kannten. Mitglieder wurden zum Eintritt in ihre Gilde verführt oder gar bedroht. Keiner wurde je wiedergesehen. Wir wissen immer noch nicht, wo die meisten sind. Selbst ihre Truppen können nicht so viele verschlungen haben. So wie ich wurde ein Leichnam in den Kanälen gefunden, der uns dann zu Irenikus und seinem eigentümlichen Kerker führte. Wir haben gekämpft und verloren, aber die fünften Magier haben ihn genommen, wie ihr gesehen habt. Ich habe eure Bemühungen verfolgt, es war ein Ares Abschlachten. Also seid auch ihr um eure Rache betrogen worden. Wegen dieser Sache habe ich eindeutig mehr verloren, Imoen ist immer noch fort. Und die Macht, die er mir versprochen hat, ist mit ihm genommen worden. Ja, Imoen ist wichtig. Wir müssen zum Teil die Verantwortung für den Verlust von Imoen übernehmen, aber unser Hauptanliegen war zu der Zeit Irenikus. Wir wissen immer noch nicht, warum er unsere Gildenmitglieder getötet hat. Also sind wir euch gefolgt. Ihr wart das einzige Lebendige, was aus seinem Gefängnis entkommen ist. Wir haben jeden eurer Schritte beobachtet und gewährleistet, dass ihr in unserer Nähe wart. Wolltet ihr jemanden, der euch zu ihm führt? So viel zum Thema Wohltätigkeit. Warum das ganze Geld dann? Warum habt ihr mich nicht einfach befragt? Ich habe keine Liebe für ihn gezeigt, das müsst ihr doch gesehen haben. Wir mussten uns sicher sein, wir konnten es uns nicht erlauben, einen Feind in die Gilde zu lassen, während wir so geschwächt waren. Und um die Wahrheit zu sagen, euer Gold wurde auch sehr benötigt. Wir dachten, ihr könntet uns zu ihm führen und das könnt ihr auch. Ihr sucht Imoen und Irenikus und wir suchen Antworten. Sie sind an den gleichen Ort gebracht worden, müsst ihr wissen. Die verhüllten Magier haben sie an den Ort gebracht, den die Magier in Alcatla wirklich fürchten. Ein Ort, an dem ihre Macht entzogen und untersucht und ihre Gedanken zu Forschungszwecken offengelegt werden. Ich hörte, dass man es als Heim für magisch Verwirrte bezeichnet. Doch Magier nennen es einfach die Zauberfeste. Es ist ein Irrenhaus, in das Leute eingewiesen werden, die man verschwinden lassen möchte. Dann ist es eine einfache Angelegenheit, den Mund aus diesem Ort zu befreien. Was ist denn das für ein Ort, das niemand davon weiß? Ich werde seine Mauern erstürmen und seine Tore einreißen. Ich werde das, was ich von Irenikus brauche, nehmen, solange er dort untauglich gemacht ist. Was ist das für ein Ort? Ihr müsst bedenken, dass es nicht damit getan ist, einen Angriff zu starten. Die Zauberfeste ist ein Heim, eine Festung, die dazu erschaffen wurde, Magier und alle talentierte Leute festzusetzen. Die Insel, auf der sie sich befindet, hat ihre eigene Verwaltung und selbst die verhüllten Magier wissen nicht genau, was aus denen wird, die dorthin geschickt werden. Keiner wollte damit zu tun haben, als es anfing. Es ist schon schwierig genug, nur die Überfahrt zu buchen. Dafür wurde auch euer Gold gebraucht. Sobald ihr auf der Insel ankommt, seid ihr auf euch allein gestellt. Ihr müsst euch gegen die Verteidigungsanlagen des Heimes behaupten und gegen die Piraten kämpfen, die den Ort fest im Griff haben. Kommt mit Imoen zurück, wenn ihr wollt. Tötet Irenikus, wenn ihr könnt. Wenn Irenikus in dem Heim ist, dann ist er doch keine Gefahr mehr, oder? Ich bin bereit zu gehen. Mehr Zeit darf nicht vergeudet werden. Los. Ich werde mich sehr bald aufmachen. Gib mir noch einen Moment, um meine Vorräte aufzustocken. Nehmen wir mal das erste. Wir sind uns nicht sicher. Spione unter den verhüllten Magiern berichten uns, dass sie schon seit geraumer Zeit keinen direkten Kontakt mehr zu der Insel hatten. Das ist wahrlich ein Ort, an dem die Lästigen vergessen werden. Der Zwischenfall mit Irenikus sollte vertuscht werden, bevor die Leute noch mehr Sanktionen gegen Magier verlangen.
Ja, wir können los. Das Schiff wartet. Ich wünsche euch viel Glück. Ich hoffe, dass jeder findet, was er sucht. Hoffe ich auch.